Und damit wieder ein herzliches Hallo, ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Pokémon Let's Play Legenden Arceus. Wir sind das letzte Mal hier beim Kraterberg stehen geblieben. Ich wollte jetzt gerade nochmal ins Beutelchen gucken, weil wir noch ein paar Items haben, die wir unserem Pokémon an den Kopf schmeißen können. Würde ich dann jetzt erstmal Gyarados ein bisschen... Okay, bei dem ist jetzt alles wirkungslos, wie es scheint. Ja. Bisschen den Pokémon die Sende an den Kopf schmeißen. Statt die Wände die Sende. Und wie immer muss ich erstmal wieder damit zurechtkommen, hier nicht zu schnell zu klicken. Um die ganze Zeit den falschen Button zu triggern. Aber wie viel haben wir denn von diesen Leistungssand noch? Okay, das war's. So, das ist hier wirkungslos. Das ist noch anwendbar. Machen wir erstmal den Spezialangriff noch was hoch. So, hier das EP-Bonbon geben wir mal Georock. Der wird uns, glaube ich, noch was länger begleiten. Und dann haben wir hier noch Tornupto. Spezialverteidigung können wir mal noch nach oben. So, wir haben Bälle gebaut. Wir haben dies, das, jenes gemacht. Ich habe aber eben noch hier auf der Insel noch ein Paket gesehen. Das würde ich dann gerne noch abgeben. Ah, das ist hier hinten irgendwo. Ist das überhaupt hier oder ist das... Ach, das ist da unten. Okay. Ah, dann weiß ich auch, woran der gestorben ist. Oder K.O. gegangen ist. Das ist jetzt nicht gut, dass ich schlafe, ne? Boah, er hat mich jetzt in der Ruhe gelassen. Ist die Frage, wie komme ich wieder raus? Okay, so auf jeden Fall nicht. Komme ich mit dem auch hoch? Okay, nein. Irgendwie nicht. Sind Janus. Ich sag mir nicht, ich muss ganz außenrum wieder schwimmen. Wo bin ich denn da? Okay. Okay, ich muss zumindest hier rauf. Dann kann ich hier wieder rum. Und wieder durch die Höhle. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich mit dem Ding da auch hochfliegen kann. Also hochspringen kann. Ah, okay. Ich sollte den Fackeln folgen. Okay, ich kann auch hier so einmal rum. Ah, folgen wir den Fackeln. Einmal schnell durch. Damit wir weitermachen können. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also ich wollte die Fundsachen halt mal abgeben. Apropos Fundsachen abgeben. Wir könnten das ja auch mal wirklich machen. Dankbarkeitspunkte. Yeah. Gab es letztens auch einen Bericht auf Facebook, oder was heißt letztens, das ist jetzt auch schon sehr lange her, ob das Spiel überhaupt noch jemand spielt, weil man nichts mehr gelesen hat, beziehungsweise weil die Fundsachen nicht zurückgebracht werden. Und da muss ich dann sagen, ja, ich spiele das sehr, sehr, sehr langsam. Oder nicht? Muss ich nochmal lang? Lang, ne? Also wenn man überlegt, in welchem Tempo ich das Spiel spiele,
Weil während das andere schon den Pokédex voll haben und sowas, bin ich jetzt gerade mal hier dran. Hä, wie komme ich denn? Wie kam ich denn da auf die andere Seite? Ging es da irgendwo hoch? Habe ich mich doch verschätzt mit dem Hochkommen? Bin ich richtig? Nee, ich bin doch hier lang gelaufen, glaube ich, um durch die eine Höhle zu kommen. Da unten wollte ich nicht hin. Ich glaube, hier muss ich durch. Ja, hier sind wir doch richtig. Einmal schnell durchlutschen. Manchmal ist so ein so ein Reittier absolut nicht verkehrt. So, da ist unser Basislager, das ist okay. Jetzt können wir hier erstmal weiter. So. Wen haben wir denn hier? Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Ah, okay. Solche steile Klippen sind für Menschen kaum zu bewältigen. Ah, das ist hin. Doch mit Hilfe von Sneeboss ist es möglich, von Klippen mit Leichtigkeit, hohe Klippen mit Leichtigkeit zu erklimmen. Das ähnelt ein wenig der VM-Attacke Kraxa. VM-Attacke? Was rede ich da? So etwas gibt es in Hisui doch gar nicht. Gerade hatte ich kurz das Gefühl, mich wieder an etwas erinnern zu können. Wer war ich bloß, bevor ich in Hisui auftauchte? Wahrscheinlich einer aus der Zukunft. Und du? Du kommst vom Himmel. Du kamst vom Himmel herabgefallen. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass du aus einer anderen Welt stammst. Vielleicht erinnere ich mich ja an etwas, wenn ich mit dir einen Pokémon-Kampf austrage. Magst du, würdest du mir den Gefallen tun und gegen mich kämpfen? Okay. So ein enthusiastisches Klar doch, wäre doch geil. Also dann, Mashok, volle Fahrt voraus. Volle Fahrt voraus. Freudig. Mashok, ich hab Luxra vorne. Das könnte funktionieren. 41 gegen 47. Sturmstoß, los! Oh, ich war leider auch Schaden durch den Rückstoß. Okay. Storm. Ja, kommt dann. Nee. Achso, ja, ich rufe die wie, wenn ich einen Ball schmeiße. Okay, dann hier. Anrufer Magaralas. Bitte. Aquarelle. Was macht der? Zeigt er mir da gerade den Stinkelchen? Okay, das ist eh nicht effektiv. Dafür gesprochen geht daneben. Sehr schön. Das war mal sehr effektiv. Oder auch nicht. Egal, besiegt ist besiegt. Phantom. Ist er jetzt so zweimal dran? Okay, hat sich gerade selber ausgemerzt. Auf jeden Fall dann nach heilen gehen, wenn er mich nicht heilt. Aber sehr interessant, wie die das andauernd mit diesem Pokémon-Tausch machen und sowas. In der Kompetitive, ich hoffe, ich spreche das da richtig aus, also in Pokémon Go und sowas siehst du auch nur noch, deswegen mache ich auch keine PvP-Kämpfe mehr, nur noch wie die hin und her wechseln. Das, und sowas, ja.
Das hat mich in Pokémon noch nie gereizt, PvP gegen andere. Weil es unnötig finde, dass dann so Leute, keine Ahnung, die holen dann, wie heißt dieses Ding, so ein Packs holen die raus, damit Regen aktiviert ist, dann tauschen die das direkt aus, holen Cresselia, weil die dann mit dem Wasser besser ihre Attacken einsetzen kann. Und keine Ahnung, finde ich doof. So, deine beispiellose Fähigkeiten haben dir eindrucksvoll den Weg zur Haltestelle Sieg geebnet. Ja, lass uns nun Sneboss herbeirufen. Kann ich vielleicht erstmal heilen? Ah, ich krieg neuen Begleiter. Okay. Der sieht ja fancy aus. Max, und das hier ist Sneboss. Würdest du Sneboss deine Melodie vorspielen? Die haargenau dieselbe ist, immer noch. Sneboss hat sich deine Melodie eingeprägt, die dieselbe ist. Du erhältst die Gifttafel von Sneboss. Deine Aufgabe ist hiermit beendet. Klettere nun mit Sneboss die Klippen hinauf und beruhige den König der Berge. Ich kehre nach Jubeldorf zurück. Richte Wächterin Tsubaki bitte meinen Dank für die zahlreichen Prüfungen aus, mit denen er uns beehrt hat. Volle Fahrt voraus. Der kommt mir so vor, als wäre das dieser, wie heißt er, aus, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber aus Schwert und Schild, dieser Typ, der mit diesem Vogeltaxi unterwegs ist. Per Sneboss Transport kannst du Klippen hinauf und hinabklettern. Durch Drücken des Plusknopfes lässt sich Sneboss überall herbeirufen. Stehst du bereits neben einer Klippe, kannst du dafür auch den A-Knopf drücken. Okay. Erklettere. Echt, da steht, erklettere mit Sneboss Hilfe die Klippe und begib dich zu. Ja, da war der Text weg. So, sind meine Pokémon geheilt? Nein, natürlich nicht. Also gehen wir erstmal noch in Heil. Was haben wir hier? Natürlich nochmal bis zum Morgen ausruhen. Dann ist die Frage, muss ich da hoch? Ich kann hier nirgendwo anders lang, ne? Okay. Weil hier hinten ist nur das. Wir wollen nicht angreifen. Dann will ich auch mal wissen, was hier an der Klippe hängt. Moment. Wo hängt das da? Blinkling. Pfefferling. Der kann doch ein bisschen. Oh. Okay, kein Turbo für ihn. Skorkler. Voll an den Kopf gerne. So, Kampf. Machen wir erstmal einen Knirsch. Weil wir wollen den Fang nicht besiegen. Hier gehen wir erstmal einen Pokéball. Ich versuche die erstmal loszuwerden, bevor wir die ganze Superbälle benutzen. Und solange sie funktionieren, warum nicht?
Boah, wir sind diesem Ding echt verdächtig nah. So, aber hier scheint noch so einiges auf uns zu warten. Ja, ich würde sagen, wir grasen das ab. Kommen so langsam auch in die Richtung von hier. Cool, der guckt da mit den Augen heraus. Ich kann leider nicht ranzoomen, aber das sieht echt cool aus. Kann ich ranzoomen? Nein, ich kann leider nicht ranzoomen. Also, wie ich da mit den Augen noch rausspringe, obwohl ich ja eigentlich diese Maske aufhabe, ne? Ja. So, auf jeden Fall entlasse ich euch mit diesem schönen Ausblick auf den Gewittersturm, wo wir runtergefallen sind und dann in der Hisui-Region aufgetaucht sind. Frage ich mich ja, wenn das Ding hier ist, wie ich da hinten im Jubeldorf oder in der Nähe vom Jubeldorf runterkommen konnte. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao.